Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Anke Zamoradi, deine Mentorin für deinen ultimativen Erfolg. Ja, heute habe ich im Interview mit dabei die wundervolle Claudia. Claudia war bei mir 12 Wochen im Mentoring im 1:1 und ja, in diesen 12 Wochen ist einiges passiert. Claudia habe ich zum ersten Mal kennengelernt. Das war letztes Jahr zu Weihnachten, also vor Weihnachten, weil ich die Weihnachtsfotos von ihr und ihren Kindern gemacht habe. Und damals habe ich schon gemerkt, dass sie eine absolute Powerfrau ist. Und umso mehr ich mich dann gefreut, wo sie dann entschlossen hat, das Mentoring bei mir zu machen. Und ja, wir haben in diesen 12 Wochen wirklich einiges gemacht. Hör gerne zu, lass dich inspirieren und viel Spaß. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Und stell dich mal kurz vor, wer du bist und was du machst. Okay, also danke dir zuerst. Also ich bin die Claudia, 31 Jahre alt, Mama von 2 Kiddies, grundsätzlich Sportwissenschaftlerin. Ich habe mein Studium in England abgeschlossen. Ursprünglich komme ich aus Ungarn. Mittlerweile seit 5 Jahren lebe ich in Österreich, Wien. Und vor 2 Jahren habe ich mich beschlossen, zurück zu the, back to the roots und wieder in der Fitnessbranche mich tätig zu machen. Und seitdem bin ich Trainerin. Fokuspunkt ist Frauen, Prä- und Postnatal, beziehungsweise im Schwangerschaft und nach dem Schwangerschaft. Genau, für die Körper und für die Seele. Ja, gut. Wie war denn die Situation damals, bevor du ins 1:1-Mentoring gekommen bist? Etwas verloren. ja, etwas verloren im Sinne von Zielgruppe und was ich genau will und ehrlicherweise, wer ich genau bin. genau, also ich musste in mehrere Sichten meine Richtung finden und da bin ich unendlich dankbar, weil es ist nicht nur für meine Business eine unglaubliche Entwicklung, was da entstanden ist, aber auch für meine Persönlichkeit und das bleibt für immer. Ja, genau so ist es. Was war dein Antrieb, also was war der Grund, wieso du dir Unterstützung gesucht hast? Okay, es klingt vielleicht blöd. The lack of Freunde. Ich bräuchte einen Freund, Freundin in dem Fall, wer an mich glaubt, wem ich meine Ziele wünsche, was ich vielleicht noch nie jemandem ausgesprochen mich getraut oder halt nie getan habe, wer für mich eine offene Ohr hat und natürlich mit eigener Erfahrung und Wissen mich unterstützen kann, die Beste daraus zu holen. Und ja, da komme ich zu dir. Und das war eins der besten Dinge, auch für mich, muss ich sagen. Es war nämlich mega geil. Und wo waren damals ganz genau deine Schwierigkeiten? Selbstakzeptanz, beziehungsweise dass ich mich selbst so akzeptiere und sprich verkaufe, wie ich bin. Wie ich vorher erwähnt habe, ich bin erst 5 Jahre in Österreich, sprich Deutsch ist halt, habe ich früher so betrachtet, das ist meine Schwäche. Mittlerweile denke ich nicht, das bin ich einfach. Also ich habe auch schon auf eine zweite Sprache für mich mein Studium abgeschlossen mit Bravour. Und Deutsch ist eine dritte, sogar fast vierte Sprache für mich. Ja, ich spreche so und das bin ich. Und dass ich das so akzeptieren konnte und mittlerweile mag ich das sogar, das ist nur, ja, dir zu bedanken. Das ist Punkt 1 auf jeden Fall. Preisstattung, das war bei mir auch ein großes Thema. Ja, ich habe mich weh unter meinen Wert verkauft. Also ja, ich muss einfach selber lachen, wenn ich von meinem Konto die vorige Überweisungen sehe, was ich kassiert habe. Es ist einfach lächerlich. Ja. Also dort wurde ich auch sehr gut aufgehoben. Wie ist es jetzt nach dem Mentoring? Was hat sich verändert? Ich komplett, sprich mein Umfeld, big time.
Ja, also das kann ich jetzt schon für alle zukünftigen Kunden von dir sagen oder halt für wer auch das zuhört, dass eine Persönlichkeitsentwicklung hat auch, würde ich nicht einmal Nachteil sagen, aber es gibt Sachen, was sich ändern werden. Also es gibt Leute, die mit dem Wachstum umgehen können, wenn jemand einfach wächst, und es gibt Leute, die nicht. Und ja, manche Leute werden halt weniger anwesend sein dann in unserem Leben. Und so ist das bei mir geschehen. Aber ich bin super glücklich drüber, weil, wie gesagt, ich bin weiter gewachsen und das ist toll. Genau, also das ist halt die Persönlichkeitsseite und Businessseite. Eigentlich alles. Du hast mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Business-technisch, wie gesagt, die Preise 3-, 4-, 5-fache. Meine Kunden lieben mich mehr. Ich bekomme mehr Geschenke. Je teurer ich werde, desto mehr die mich schätzen. Genial einfach. Genau. Und ja, ich habe jetzt ein konkretes Konzept, womit ich in die Öffentlichkeit gehe. Und natürlich, mein öffentlicher Auftritt hat sich auch massenweise geändert. Und daran muss ich noch ein bisschen arbeiten. Also es gibt noch Nachweben, was kommt. Also nach unserer Zusammenarbeit jetzt. Einiges, was auf meiner To-Do-Liste steht noch, sage ich mal so. Es richtet ja alles noch. Und was war denn dein Highlight im Mentoring? Klingt vielleicht ein bisschen schleimerisch, aber du und deine Freundschaft. Na, aber ich meine das wirklich ernst und total ehrlich. Es ist einfach das, dass ich rede immer, naja, ich schaffe das alles alleine und ich mache das schon und so. Aber das ist einfach so ein geiles Gefühl, wenn ich weiß, dass jemand ist da, mich zum Unterstützen und wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich eine Nachricht schreiben, eine Sprachnachricht schicken und ja, und einfach die motivierende, liebe Worte, dass wenn ich mal unsicher bin, worauf ich fähig bin, dann bist du da, mir zu sagen und das ist einfach unbezahlbar, das ist einfach, ja. Wir müssen aber auch festhalten, dass du eine wundervolle Powerfrau bist. Also das muss man festhalten, dass einfach so, sondern weil du es wirklich bist. Also was du auf die Beine gestellt hast, du darfst so stolz auf dich sein. Wirklich so stolz. Dankeschön. Und Mit dir. also ich habe dich auch vorher gefragt, ob ich das auch ansprechen darf, die Umsätze, die du gemacht hast. Und wo wir damals dieses neue Konzept gemacht haben, Genau. gesagt haben, pro Kunde 2.500. Was war damals dein Gedanke? Das ist einfach unmöglich. Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass ich habe nicht an meine Wissen bezweifelt, aber wie kann ich, bin ich oder ist mein Konzept wert oder verkauft das wer? Das war für mich einfach so Fragezeichen um jede Ecke und nein, das war unmöglich in meinem Kopf. Und ja, jetzt im nächsten Monat erhöhe ich sogar die Preise wieder. Weil es ist möglich. Während dem Mentoring hast du schon wie viele verkauft? 3 Plus habe. Genau. Mentoring noch. Dreimal über 200. Genau. Also der Beweis, wenn man etwas unmöglich für unmöglich halte, dass es möglich ist, oder? Absolut, absolut. Und dann sprechen wir über meine neue Konzept quasi, das was halt alles aufhebt, sprich Ernährung, Fitness und so weiter und so fort. Und wenn es die kleineren Beträge wie anschauen, dort auch so für die Mehrfache, habe ich mehrere Verkäufe gemacht. Also eigentlich in Mentoring-Zeit habe ich schon die 10.000 gerockt. Und das ist einfach super cool. Und ich freue mich schon von das Geld einfach weiter investieren in mir, weil jetzt sehe ich, was wirklich weiterbringt. Also, Der Blink, genau. ja. Wahnsinn. Was hast du dir noch mitgenommen für deine Zukunft?
Ich weiß, welche Richtung ich mich weiterbilden möchte. Ich möchte auch Ankitzer sein für andere. wie bitte? Das bist du ja schon. Auf tiefere Schichten. Ach, tiefer. Ich möchte mehr in die Tiefe gehen mit meiner Kundin. Ich möchte mehr ermöglichen, weil es steckt einfach so viel da drinnen, dahinten. Und es ist wirklich nicht normal, wie Menschenleben sich verändern können. Und da möchte ich anderen helfen. Also ich habe meine Wege gefunden und ich weiß jetzt, wie ich das besteigen werde. Ja, gut. Ja. Wahnsinn. Was würdest du anderen empfehlen, die damals in deiner Situation waren? Was würdest du ihnen mitgeben? Go for it. Aber wirklich sofort. Also generell, wenn du schon den Podcast oder das YouTube-Video gerade anguckst, das bedeutet, dass du bist jetzt schon etwas super Besonderes. Also du bist es wert und du musst es machen, go for it. Und wenn es beim irgendjemandem, das eine finanzielle Hindernis gibt oder was auch immer, Leute, es gibt viel haben, ja. Ihr könnt alles verkaufen. Findet das Geld, ja. Es ist da. Und der Mehrfache wird zurückkommen. Da bin ich ganz, ganz sicher. Also ich würde wirklich jeden nur motivieren, diesen Schritt zu gehen. Dann hört sie eh nie wieder auf. Es ist genial. Wie war das damals für dich, wo du die Investition, wie war es für dich, weil für dich, du hast auch gesagt, es ist für dich viel Geld zu investieren. Wie war das Gefühl damals? Ja, Willhaben kam nicht von nur so, es ist eigene Erfahrung. Nein, natürlich musste ich am Anfang ein bisschen die Finanzen schauen, wie ich das alles hinkriege. Wie gesagt, zweifache Mama, dies und das. Jo, also finanziell müsste ich natürlich selber schauen, aber ja, ich weiß es nicht. Abgesehen davon, es war für mich eigentlich keine schwere Entscheidung. Ich habe gewusst eigentlich, dass ich das will. Und wie gesagt, bei dir, mit dir, es ist einfach sofort, ja, die Chemie hat gepasst. Es klingt vielleicht blöd, aber wirklich, es ist einfach, ich muss das, ja, was bringt mir, ja, wie kann ich das dann finanziell zurückholen oder wie oder was? Na, ich habe gewusst, dass ich das will und ich habe es ermöglicht und gemacht. Genau. Und ich muss auch dazu sagen, das habe ich dir auch vorhin gesagt, ich weiß auch, wieso das bei dir so super gegangen ist, wieso du alles so toll umgesetzt hast und vor allem auch diese Schritte, weil du hast ja ganz kleine Preise am Anfang gehabt und dann auch 2,5K zu wechseln. Das ist ja ein riesengroßer Schritt und da ist viel notwendig im Kopf, um das zu schaffen. Und das hast du so toll gemacht, einfach weil du, ich habe das Vertrauen gesehen, was du mir gibst. Ja, absolut. Na, voll und ganz. Also, ja, ich habe mich gegeben. Also, Ja, natürlich musste ich das Arbeit machen, klar doch. Also, ja, sowieso. keiner sollte das erwarten, dass du dann alles tust, ja. Nein, natürlich muss ich die Arbeit leisten, aber ja, einfach the Know-how, das ist sehr viel wert. Und wenn man so eine Entscheidung trifft, dann glaubt an eure Coaches, wie auch immer, weil die wollen nur das Beste. Also. Und das möchte ich mich auch bei dir bedanken für das Vertrauen. Und auch natürlich, dass du dir auch selbst vertraut hast. Das spielt nämlich auch eine Rolle mit. Dass du auch, weil das ist auch wichtig, dir selbst zu vertrauen, dass du das auch rockst. Und du hast es aber sowas von gerockt. Und für mich total besonders, dass ich das begleiten durfte. Dankeschön. Schau, hier hören ja auch noch andere zu, die vielleicht von deiner Leistung auch profitieren können. Das heißt, zum Abschluss kannst du liebend gerne dein Pitch raushauen. Also einfach mal, was möchtest du denn noch zum Schluss sagen?
Okay, danke schön für diese tolle Gelegenheit. Ich versuche nichts zu verkaufen oder sonst was, ja. Also, was ich sympathisch rüberkomme und ich dir irgendeine Art und Weise in deinem Weg begleiten darf, sei es ernährungstechnisch oder sporttechnisch, bist du gerade Mama oder frisch gebackene Mama? Hast du mit Schwangerschaft oder postpartal Depressionen zu kämpfen? Ich kenne das. Ich weiß. Ich fühle mit dir. Und einfach mich kontaktieren und dann quatsch mal ein bisschen. Genau. Ja. Und noch etwas zum Abschluss zu sagen? Vielen, vielen lieben Dank. Und verschwinde nicht von meinem Leben. Wir sind uns näher, als wir denken. Ja. So, dann möchte ich mich nochmal von dir von ganzem Herzen bedanken. Es war mir wirklich eine Ehre, dich zu begleiten und deinen Weg, der bombastisch ist, das muss man da festhalten, der echt einfach phänomenal ist. Und danke dir auch dafür. Und danke dir auch, dass du dir die Danke Zeit dir. genommen hast, hier dabei zu sein. Dankeschön, danke vielmals. Danke dir. Werde unten verlinken dein Instagram-Profil für alle, die mehr über dich erfahren wollen. Sehr gern. Dankeschön. So, das war das Interview. Und Claudia hat gleich direkt nach dem Interview das Mentoring auf ein Jahr verlängert. Das heißt, höchstwahrscheinlich gibt es in einem Jahr wieder ein Interview. Du siehst, was wir in 12 Wochen gemacht haben, in einem Jahr passiert noch viel, viel mehr und ich freue mich riesig auf diese gemeinsame Zeit. Normalerweise kann man das eins zu eins für ein ganzes Jahr nicht auf einmal bei mir buchen. Bei mir, wenn du zu mir kommst, wir haben sowieso zuerst mal ein gemeinsames Gespräch, wo du mich kennenlernen darfst, ich dich kennenlernen darf und wir schauen, ob es gemeinsam passt, vor allem ob und wie ich dir helfen kann. Und dann kannst du entscheiden zwischen 3 Monate und 6 Monate. Und nach diesem Zeitraum kann man dann noch immer entscheiden, da kommt ein spezielles Angebot, für, ob man das verlängern möchte, auch auf ein ganzes Jahr. Also das heißt, das ist nur speziell immer das Angebot für meine bestehenden VIPs. Also sonst gibt es das so extra nicht zu buchen. Und ich freue mich riesig auf die Reise mit Claudia. Also sehr gespannt. Bleib unbedingt dran, weil bei Claudia wird noch einiges passieren. Wir haben sehr, sehr große Ziele. Ich habe es schon beim letzten Video angekündigt. Ich plane YouTube, also einen YouTube-Kanal wieder ins Leben zu rufen, ein bisschen abgeändert und so weiter. Das kommt alles noch. Momentan habe ich ja die Masterclass jetzt am Montag und da kommen noch andere Programme, die ich so tolles plane. Aber ja, YouTube steht auch bei mir im Fokus. Nicht jetzt die allergrößte Priorität, aber steht auch noch an. Das heißt, es wird noch wieder YouTube-Videos geben. So, ich danke dir von Herzen fürs Zuschauen. Lass mir gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere auch meinen Kanal, falls du es noch nicht schon gemacht hast. Und ja, freue dich auf die kommenden Videos. Fühl dich ganz fest umarmt und bis bald. Danke dir fürs Zuschauen.